Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Eurotag Simulator. Neue Woche, neues Glück. Heute ist Montag, erste Folge der Woche, wundervoll. Wir sind letztes Mal in Spanien angekommen, in Sevilla. La Ciranda de Sevilla. Wer kennt es nicht? Und ich habe gar nicht immer noch nicht geguckt, ob es ein Achievement gibt, alle Städte hier rauszufiltern. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig. Wir sind jetzt hier unten in Südspanien und können ja mal überlegen, ob wir uns jetzt hier vielleicht an der Westküste wieder nach oben arbeiten. Ja? Können wir mal überlegen. Können wir mal ein paar Aufträge jetzt sortieren. Vielleicht kann man die eigentlich nach Preis pro Streckeneinheit. Also ich würde mal sagen, wir nehmen mal was ein bisschen. Wow, hier ist ein riesen krasses, langes Teil. Ne? Wird aber echt lang. Wie wäre es denn mit dem hier? Salamanca. 24.000, 18 Stunden. Das ist schon ein ordentliches Stück. Ach, das ist ja Portugal, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht die spanische Westküste. Entschuldigung, Portugal. Entschuldigung. Da habe ich vielleicht ein bisschen falsch gelesen. Ja, lass uns den noch hier einfach nehmen. Sevilla, 24.000. Wir könnten halt mehr verdienen mit denen hier oben. Aber will ich das? Wie lange fahre ich denn da? 8 Stunden? Ach komm, wir nehmen den einfach. Komm, nicht lang schwatzen. Ah, wir können das gar nicht. Können wir das? Schaffen wir, oder? Wir probieren das. Fortfahren, Navi-Ziel, go for it. Wer braucht schon eine Werkstatt, wenn er das auch so alles schafft? So. Bei dem Spiel ist immer besonders. Warum lädt das jetzt eigentlich? Lass uns loslegen. Ja, Helga ist auch wieder am Start. Das freut mich. Achso, nochmal gucken. Ich glaube, es gab ein Update. Nö, nee, gab's nicht. Also zumindest keins, wo ich jetzt hier nochmal die Lampen einstellen müsste. Und auch der Dings ist ordentlich. So, wundervoll. Fahren wir doch hier mal raus. Ist das hier schon die Straße? Ach, rechts stimmt. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Hier waren, oh, was ist das denn da? Biege nach links ab. Pfeiler mitten auf der Fahrbahn. So. Immer geradeaus. Vorsicht, Freundchen. Ja, wir sind noch relativ frisch. Wir werden erstmal zum Auftrag fahren, uns den abholen, damit wir dann keine... Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Damit wir keine... nicht, dass wir ein Risiko eingehen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ja. Ich fand, das beim letzten Mal war schon so ein bisschen verwirrend hier. Dieses, ich sag mal, dieses Industriegebiet hier rund um Sevilla. Das fand ich wirklich ein bisschen seltsam. Ich denke mal jetzt, wir werden jetzt hier nicht einfach abbiegen können. Wir werden jetzt am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Genau, in den Kreisel rein müssen. Vielleicht nicht ganz mit so viel Speed, weil wir müssen ja auch noch lenken. Wir wissen ja, wir haben nicht immer unbedingt die Servolenkung am Start. Nimm diese Ausfahrt. Hupole Pupala. Ja, und ein bisschen nervöse Maushand hier. So, dann müssen wir jetzt hier den gleichen Rotz auch nochmal machen. Anstatt hier einfach eine Kreuzung bauen, bauen sie lieber nochmal ein paar Straßen mehr und noch einen Kreisverkehr hin. Also, naja. Offensichtlich haben die Spanier ja echt Geld genug. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So, fahr. Bleib stehen. Ich gebe dir die Kommandos. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Der fährt aber heute einen heißen Reifen hier, ne? Na, schauen wir mal. Da schauen wir mal, würde ich sagen. Bitte links halten. Links halten? Ne, wir fahren geradeaus weiter, oder? Hoffentlich ist das jetzt hier kein Fehler gewesen. Also komische Straßenführung hier. Also wer das hier gemacht hat, der hat wahrscheinlich auch Wuppertal gebaut. Sehr seltsam alles. Und ja, ich darf das sagen, ich war in Wuppertal. Ich habe in Wuppertal leben müssen. Das war eine coole Zeit, aber nicht vom Wohnen her. Das kann ich schon mal sagen. Nicht vom Wohnen her. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, oh, oh.
Ja, okay. Das ist die falsche Ausfahrt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Du hast gesagt, rechts halten und die Ausfahrt rechts nehmen. Oh, Helga. Bitte rechts halten. Ey, was ist denn heute mit Helga los? Was ist denn mit Helga los, echt jetzt mal? Bitte rechts halten. Helga, ich bin doch... Ach, der Scheiß? Nee, oder? Okay, nee. Warum heizt der denn jetzt hier so hoch? Na gut. Puh. Also ich sag mal so, ne, das hat jetzt nochmal ganz eigene Eigenheiten. Das war bitte jetzt rechts halten. Gemuckelt. Müssen wir jetzt hier rechts rausfahren? Naja, guck mal, jetzt werden mir jetzt kriege ich Hilfspfeile. Ja, ganz seltsame spanische Verhältnisse hier. Und wir sind noch nicht mal in Portugal angekommen. Mein Zug. Bitte links halten. Ich glaube, Helga ist irgendwie zeitversetzt, kann das sein? Ich glaube, Helga ist leicht zeitversetzt. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir werden das mal ein bisschen beobachten. Hier, das spanische Festland. Wüste über Wüste. Boah. Das ist in die Spur. Wir fahren alleine eine Stunde, sechs Minuten nur, um den Auftrag abzuholen in Sevilla. Das ist echt crazy. Hat sich entschieden, doch wieder Gas zu geben. Naja, gut. Ich versuche mal nicht rumzumeckern. Ja, wenn ich das Let's Play hier aufnehme übrigens, wollte ich mir immer mal erzählt haben, dann mache ich ja meistens vorher noch was anderes, also nehme andere Sachen auf. Und wenn man dann je nach Spiel irgendwie so gerade in Rage ist, ne, zum Beispiel wenn ich jetzt Tagebuch mache, ne, für Call of the Wild, dann bin ich so in der Zähllaune. Dann komme ich hier hin und hier müsste ich eigentlich vorher nochmal meditieren und mal ein bisschen das Tempo runternehmen. Ich erlebe mich sonst nämlich auch, dass ich hier ein bisschen quatsche ohne Ende. Das ist ja gar nicht so intendiert in diesem Let's Play. Das hier soll ja eigentlich ein bisschen ruhiger sein. Aber wie gesagt, je nachdem, was ich vorher dann mache, wird das schon mal ein bisschen wilder. Das tut mir auch leid. Mitunter gibt es da ganz schön Schwafelschwall. Aber so ist es manchmal, ne? Manchmal muss geschwafelt werden. Manchmal muss geschwafelt werden. Oh, morgen? Lass mich ganz kurz überlegen. Ihr guckt das am Montag und in Wirklichkeit ist gerade Mittwoch. In meiner rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na gut, das hat sie jetzt Helga wieder richtig gesagt. Morgen habe ich eigentlich nichts vor, außer die Ausfahrt rechts. Zu laufen, zu kochen und Videos aufzunehmen. Das wird wahrscheinlich mein Tag werden. Ich bin sehr gespannt. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Ich werde morgen mal ein bisschen Endless Legend aufnehmen. Für die Woche, wo ihr jetzt auch das hier sehen werdet. Also theoretisch müsste jetzt gleich die nächste Folge Endless Legend kommen, die ich jetzt morgen erst aufnehme. Nimm diese Ausfahrt. Ganz schön durcheinander, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das hier ist keine Ausfahrt. Das ist eine Ausfahrt.
Nimm diese Ausfahrt. Granja Solar. Granja. What? Was ist das denn jetzt hier? Ein Trampelfahrt? Ist das hier zweispurig? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen hier, oder? Wo sind wir jetzt hier mitten auf dem Feld? Gut, ich sag mal so, mir kann... Da kann er was vormachen. Ich spiele ja gerade auch Need for Speed, privat so. Ohne Aufnahme. Das ist ein richtig geiles Spiel. Richtig geiles Spiel. Also wirklich, die 3,50 Euro haben sich fett gelohnt. Richtig fett. Kann ich nur empfehlen, wenn das nochmal im Sale ist, ja, solltet ihr euch das auf jeden Fall für 3,50 Euro gönnen. Need for Speed Heat. Richtig, macht richtig Laune. Der Wagen ist richtig gut. Ja, da ist ein neuen Aussichtspunkt entdeckt. Ja, wo ist er denn? Hier hinten vielleicht irgendwo. Ah ja, guck mal, da ist eine Kamera. Ich bin sehr gespannt, wie ich jetzt gleich mit dem Anhänger da durchkomme. Sehr gespannt bin ich da an der Stelle. So, wir nehmen den Aussichtspunkt natürlich noch mit. T, Motor abstellen, Eingabetaste, los geht's. Errungenschaft. Großer Reiseführer, 1 von 15. Oh, 15 Filme in Spanien, ist das so? Das Solarturmkraftwerk. Oh, wow. Was ist denn das für ein Leuchttürmchen? Ist das echt? Oder bauen die Spanier gerade an irgendeinem Sci-Fi-Kraftwerk? Krass. Nun gut. Wir sind hier beruflich, also werden wir mal ganz professionell auftreten. Ich bin sehr gespannt, wie ich jetzt da gleich ein paar Mal kurbeln muss, um den lustigen Anhänger zu fischen. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das freut uns beide, ne? Das freut uns beide. So. Sevilla, das ist alles der gleiche Händler. Oh, wer hat... Ah, ne, Österreich. Okay, wir nehmen das nach Salamanca. Das wird schon gut gehen. Ja, los. Dein Auflieger steht bereit. Ich brauche auch immer noch die Errungenschaft, mit allen Aufliegertypen zu fahren. Ich weiß immer noch nicht, welche Aufliegertypen das sind. Aber gut, ich habe auch voraufgenommen. Ich weiß nicht, ob es da schon Kommentare gab. Kann ich zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gar nicht sagen, ob schon einer von euch was in die Kommentare geschrieben hat. Was ist da? Ups. Fertig zum Losfahren. Hui, jetzt holen wir uns diesen Schicken. Bin mal gespannt, ob das geht. Das geht. Ich sag mal, solange wir jetzt keine Hügel hinauf müssen, ne? Einmal hier schön am Hotel vorbei. Das wird hier ein Spaß. Gut, aber hier wird uns kein Auto entgegenkommen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr seltsam. Es wäre auch seltsam, wenn ich jetzt hier ein Knöllchen kriege, aber ich will mal... Ah ja, 50, wollte gerade sagen, es ist 50, aber ich wollte gerade sagen, ich will noch nichts riskieren. Oh, immer schön mit einem fetten Anhänger unterwegs. Uiuiui, ganz schön langes Teil. Ich meine das Auto. Das Gefährt. Wir liegen gut in der Kurve.
Jetzt geht's hier bergauf. Mal gucken, ob wir das schaffen, wa? Jetzt müssten wir unter Umständen den Auftrag abbrechen, wenn wir das nicht schaffen würden. Aber haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Mache ich mir also keine Gedanken. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, alles noch gechillt hier. Wäre halt cool, wenn die Strecke überwiegend geradeaus gehen würde. Wäre vielleicht gut gewesen, nochmal zu schlafen irgendwie vorher, ne? Aber gut. Nun ist es so, jetzt machen wir uns auf den Weg. Und ihr wisst, wenn wir so einen großen Auftrag fahren, wobei der jetzt nur in der Größe der Ladung groß ist, gar nicht in der Länge, dann werden wir gerne auch mal zwei Folgen daraus machen. So ist das. Na guck mal, ich habe den Tempomaten auf 90 km/h und das schafft, ja, 75, 76, es geht langsam nach oben. Das ist schon krass. Jetzt geht es hier gerade ein bisschen bergab, deswegen geht es schneller nach oben mit der km/h-Zahl. Er ist wirklich auch am Ziehen, ne? Weil er muss ordentlich ackern. Wow. Louis, 6000. Nice. Oh, what the fuck? Warte mal, wir haben 115.000. Da können wir mal Kredit zurückzahlen. Hier, den zurückzahlen. 115.000? Wo kommt die denn auf einmal her? Und wir sind hier gleich wieder voll liquide. Wie viel haben wir denn? 300.000 könnten wir aufnehmen. Nice. Wir machen mal ein bisschen. Wir sparen mal ein bisschen an. Versorgen erstmal die ganzen Kredite. Aber wenn Louis so weiterarbeitet, huiuiui. Das ist ja richtig nice. Von den anderen beiden stand da jetzt nichts, ne? Naja, schade auch. Dann könnten wir zumindest vielleicht am Ende der Woche mal die Filiale in Hamburg eröffnen. Oh nee, macht ihr da hinten Elefantenrennen? Nicht euer Scheiß ernst. Ach du Heiliger. Okay, vorsichtig. Okay. Haben wir. Alles gut. Jeder für sich. Ich hab hier den... Nein, du bleibst... Du blinkst nicht nach links. Ich fahr jetzt hier. So. Das ist die gelbe Karte quasi von mir, ne? Damit du schon mal Bescheid weißt. Was machen wir hier nicht? Wo ich fahre, ist vorne. Und wenn ich hinten fahre, ist hinten vorne. Und wenn ich an links von dir vorbeifahre. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Hoppala. Ausfahrt links nehmen. Die Ausfahrt links. Okay. Oh Gott. Warum machen die denn links die Ausfahrten hin? Was ist denn los mit denen? Ich weiß jetzt noch gar nicht so genau, wo wir hin müssen. Wir fahren 50. Naja, gut. Wir müssen jetzt quasi rechts, also auf der Spur bleiben, ne? Und geradeaus weiterfahren. Wir fahren nicht von... Bitte links halten. Alles klar, Helga. Du bist wieder auf meiner Seite, das freut mich. Ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt das Spiel unterbreche, pausiere, also die Folge ist zu Ende, ne, ich speichere, aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende und ich nehme morgen den Rest auf. Und in der Zwischenzeit gibt es ein Update. Dann wird ja bei jedem Update immer die Fahrt und alles zurückgesetzt. Hoppla. Und ich dachte gerade, die könnten einem ja wenigstens dann die Hälfte der
des Geldes zur Verfügung stellen. Sagen, komm, jetzt haben wir wenigstens die Hälfte. Wenn du schon ein bisschen gefahren bist, dann geht der Auftrag nicht ganz flöten. Da hat man zumindest mal die Teleportationskosten raus, weil wenn ich ja wieder in Köln starten würde, müsste ich nämlich erst nach Spanien teleportieren. Das wäre ja auch nicht fair, bitte, ne? Bitte links halten. Hoppala. Bitte links halten. Bitte links halten, okay. Jetzt aber bitte rechts auf die Fahrbahn fahren. Dann, also, so halten. Hier ist 60. Weil es hier so schön ist, oder warum? Oh, was für eine geile Brücke. Krass, 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 krass. Und wir fahren halt hier oben drüber. Lass uns mal ganz kurz gucken. 4 Stunden 22 müssen wir eine Pause machen. Okay. Das heißt, wir kommen nicht am Ziel rechtzeitig an. Das ist bedauerlich. Aber okay, irgendwie. Also Ausfahrten links, pfui. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Schwierig. So. Ah ja, hier kann man ein bisschen schneller fahren. Sehr gut. Okay, ich finde es jetzt gerade noch ein bisschen zu früh für ein Fazit, was Spanien angeht, aber irgendwann müssen wir uns ein Fazit mal machen. Irgendwann müssen wir uns ein Fazit stellen und sagen, wie finden wir die spanische Map, den spanischen Teil des Spiels. Frankreich, haben wir ja schon gesagt, ist sehr schön, besonders Korsika war echt schön, hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt war Frankreich gut, aber die Mautsachen, da muss ich ja direkt maulen. Das Rummaulen, das ist echt nichts. Das ist furchtbar. Jetzt wird es wieder dunkel, ne? Nachtfahrt. Wir schaffen das mit den 90 km/h nicht so richtig. Wir kommen, bleiben irgendwo bei der 70 hängen. Jetzt gehen wir sogar ein bisschen langsamer. Vielleicht geht es leicht bergauf. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Bitte links halten. Dem einen jetzt gerade so ein bisschen die Fahrt genommen, aber naja, gut. It is what it is.
80 ist gut, weil wir fahren erst 79. Ich fahre nur mit 60 FPS, was ist denn da los? Ach, Computer. Müssen wir dann gleich mal für die nächste Folge, wenn wir noch mal ein bisschen dran rumdrehen, dass wir wieder bei 120 FPS sind. Ich glaube, man merkt da schon so ein bisschen den Unterschied. Ich finde, ich merke den Unterschied. Moment. Ah, doch. Hm. Ich würde sagen, jetzt ist wieder 90. Alles klar. Gut, dann. Ah, hier die spanischen Sterne. Hoppala. Wie war, was war nochmal die Warnleuchte? Nee. Bitte links halten. U, I. Oh, vielleicht lassen wir die Spielerei mal. Wir machen einfach nochmal ganz normal weiter. Da steht die Polizei. Haben sie ihn erwischt? Oh, jetzt sind wir bei 90 km/h. Das ist ja schön. Fährst du jetzt mal weiter? Nein, dann muss ich dich leider überholen. Okay, immer wenn ich zum Überholen ansetze, fahren die NPCs wieder schneller. Wenn sie sich dann denken, oh no. Spielt ihr eigentlich irgendwelche Simulatoren? Spielt ihr den Bausimulator, den Farming-Simulator oder den Bus-Simulator oder den Hausflipper-Simulator? Oder eher nicht so. Bitte links halten. Helga, ich wollte jetzt auch nicht abbiegen. Helga, was ist denn mit dir? Spielst du noch andere Simulatoren oder kommst du noch in anderen Simulatoren vor? Ethan konnte keinen Auftrag finden. Bedauerlich. Ja, was hat er bezahlen müssen? 530, ja. Bedauerlich. Müssen wir jetzt hier rechts abbiegen? Bitte rechts halten. No! Uff! Uff! Ist mir da jetzt einer hinten drauf gefahren? Vielleicht. Die sperren einfach mal hier den Dings, ne? Oh, ihr Idioten. Ach komm. Jetzt muss ich wieder extra neu berechnen. Ja, neu berechnen. Nochmal eine Stunde extra. Ich flipp aus.
Ja, jetzt muss ich auch noch schlafen. Alles klar. Schade eigentlich, ne? Ich hatte mir das so schön überlegt. So, was haben wir denn hier? Da ist auch Polizei. Was heißt denn das, dass man hier nicht gerade ausfahren kann? Das würde nämlich bedeuten, man kommt überhaupt nicht da lang. Crazy shit. Na gut, wir werden uns das mal angucken, sonst werden wir uns da dran vorbeimogeln. Wahrscheinlich machen wir das aber in der nächsten Folge von Euro Truck Simulator. Das wird ihr am Mittwoch dann sehen. Ich werde jetzt hier mal pausieren. Wir sehen uns einfach gleich in der nächsten Folge wieder. Also, wie gesagt, am Mittwoch dann. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.